Ein Film um eine Frau in der Gemeinsamkeit mit Mördern und Totschlägerinnen. Ein Film, der die Frage stellt nach Sinn und Gefährdung des Menschen. Ein Film, der in die Tiefen menschlicher Existenz vordringt. 12 Tage. Nein, bitte. Nein. Ich schwöre bei der Seele meiner Mutter, ich habe das nicht aus Rache getan. Aus Liebe, mein Gott, aus Liebe. Ich habe lebenslänglich gegeben. Nochmal das Wort Liebe und wir schlagen dich tot. In 4 Jahren dabei. Ein Film, der zeigt, was ein Mensch braucht, um ein Mensch zu bleiben. Ein Film, der von grenzenloser Liebe, Erwartung und den nie versiegenden Kräften des Menschen erzählt. Meine beiden Häuser zerbombt in einer Nacht. Deine Alliierten. Das werdet ihr zahlen, bis ihr blutet. Ein Film mit Christine Gloger in der Rolle der Kupplerin Frenzel. Mit Barbara Zinn als wegen Beihilfe zum Mord verurteilter Jugendlicher Elsie. Ella. Slavka Budinova als Prostituierte Lola. Angela Brunner als Lenchen. Sind die Rosenböcke noch modern? Darin sagt Fischers. Katrin Sass als Kindsmörderin Barbara. Wie viele Jahre hast du? 20. Katrin Martin als Zuchthauswärterin Konrad. So für mich hin, um nicht zu suchen, das war mein Sinn. Da sah ich im Schatten ein Blümlein stehen. Jawohl! Fieber! Los, los! An die Arbeit! Die Zuchthausbeamtin Olsa, Käthe Reichel. Was? Was? An die Arbeit, Kinder, zum Arzt! Ich will nicht zum Arzt. Der Gefängnisarzt Rolf Ludwig. Alles Schrott. Wozu dieses Kroppzeug noch durchpöppeln? In der Rolle des Lockspitzels Irene Inge Keller. Kommissar Hensch Hans-Joachim Hegewald. Was würden Sie denn sagen, großer Imker? Regimantas Adomaitis in der Rolle des Reimers. Das sind Tannen. Und in der Titelrolle Jutta Wachowiak.